scheiße, Chance, ich falsche Rettung. Oh. Ey, unnormal, ja? Ne, normal nicht. Servus! Hello, hello, hello. Donatella? Was heißt das? Ja, ja. Grüß euch. Ich hätte eigentlich heute um 18 Uhr einen Termin mit der Eva Rosen. Wo ist Eva? Ist sie da? Hey, grüß euch. Auf Facebook wollten wir heute ein Gespräch führen. Leider hat es nicht ganz geklappt. Tut mir leid, Eva, tut mir leid. Wir versuchen das Gespräch jetzt hier fortzuführen oder überhaupt anzufangen. Falls Eva hier ist, bitte einmal Hände hoch. Eva, Salam, Mera. Eva Rosen von Wir 2020, Politikerin, Parteivorsitzende. Ich hab mich nicht vorbereitet. Zumindest ganz starke Frau unterwegs mit dem Traumbus für Aufklärung. Jeder kämpft auf seine Art und sie ist mittlerweile sehr bekannt. So, Eva, wo bist du? I don't know. Wo ist sie? Savasch, nein, nein. Ja, ich schon mal. Heute, ich warte auf meinen Gast. Fieber, wieder. Ich bin noch selten da. Was heißt wieder? Was denkt ihr, weil die Polizei hier stand und versucht hat, irgendwie bedrohlich zu wirken, dass ich dann Angst bekommen habe, oder? Weiß ich nicht. Ganz kurz. Was gibt's Neues? Ich warte auf Eva. Ich wollte heute live so ein bisschen unterhalten. Mich mit der Eva ein bisschen austauschen, die ist politisch aktiv in dieser Sache. Die haben eine neue Partei. Da ist Eva. Eva Roseroth. So, Roseroth. Schade, es hat nicht bei Facebook, aber wir sind hier live. Auch gut. Hi, hallo. Da ist sie. Komm, Eva, bitte. Warum klappt das nicht? Ist wieder irgendwie der Teufel da? Steckt der Teufel, ja. Jetzt weiß ich, woher der Begriff kommt. Der will nicht, dass wir die Waffe. Ah, es hat geklappt. Ja, wir haben es geschafft. Halleluja. Siehst du, wir wurden boykottiert. Wahrscheinlich wurde uns das extra irgendwie, hat Facebook das mitbekommen, dass wir live gehen wollen. Ja, wäre nicht das erste Mal. Das kennen wir auch von Livestreams, von Demonstrationen, dass man ganz gerne uns da mit einem Störsender irritiert. Meinst du, gibt es tatsächlich sowas? Das war jetzt Spaß, aber... Ja, nee, das gibt es tatsächlich. Also zu Hause habe ich es jetzt ein paar Mal erlebt, dass das Internet unheimlich langsam geworden ist, obwohl es vorher schneller war. Und auf Demos gibt es Störsender. Die werden in Polizeiwagen versteckt, damit man nicht mehr live streamen kann und damit auch die Straftaten, die dort zum Teil begangen werden, nicht aufgezeichnet werden können. Das ist heftig. Das gibt's wirklich, ja? Habt ihr das gehört, Leute? Es gibt tatsächlich Störsender. Ja. Um die Telekommunikation, damit keiner die Polizei dabei ertappt, wie sie Leute verprügeln. Unser Freund und Helfer, ja. Das ist eine Serie. Was es nicht alles gibt, wusste ich nicht. Ja. Ja, die sind dann einfach mit dem Polizeiwagen mit drin. Ja, ganz gut, danke. Wie geht's dir? Naja, ich bin ehrlich, geht. Es ist kalt. Es kommt alles. Mein Friseur hat zu. Irgendwie bin ich heute sauer, mal wieder. Ja. Aber ich. Ja, ich hab gehört, dass du ja viele interessante Geschichten zu erzählen hast. Du warst ja auch letztens, weil es dir mit dem Rücken nicht gut ging, warst ja im Krankenhaus und hast da... Mein Rücken ging's dir. Ja, ich weiß, du hast Rückenschmerzen gehabt. Und Ja. Ich bin sehr laut, sorry. Ja, war ich, ja, das ist alles gut. Genau. Ich wollte noch mal gucken, ich war in verschiedenen Krankenhäusern, wollten mich davon überzeugen, weil ich bin ja ein Unwissen da und ich wollte mal gucken, so
ich will mich doch überzeugen. Ich brauche doch Transparenz. Ja. Es war mir nicht transparent genug hier, was abgeht. Und deswegen bin ich wieder letztens rein. Dann hatte ich Rückenschmerzen. Sonst kommt sie nicht rein. Ja, meine Erwartung, naja, da ist nicht viel los. Kann man Ja. erzählen, was man Aber viel, viel will. interessanter ist ja, was dir danach dann passiert ist, dass du das ja auch ein bisschen erzählt. Also was das für einen Rattenschwanz nach sich gezogen hat. Ich habe einen schönen Artikel, glaube ich, in der Bild war es dann gelesen. Bild-Zeitung, ja, war auch irgendwie, haben die darüber berichtet. Aber egal, lass uns mal zu dir kommen. Stell dich mal vor, bitte. Ich bin die Eva Rosen, ich bin stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei Wir 2020. Die wurde gegründet vom Bodo Schiffmann, der ja auch bekannt ist. Und ja, und seitdem bin ich politisch aktiv, aber auch natürlich Friedensaktivist und auf der Straße unterwegs, auf jeder Demonstration und versuche mich da, soweit es geht, irgendwie zu engagieren, weil ich mit diesen ganzen Maßnahmen, die hier passieren in Deutschland, nicht mehr einverstanden bin. Ich finde, da ist keine Verhältnismäßigkeit gegeben. Und selbst wenn wir davon ausgehen, und das tun wir jetzt einfach mal höflich, dass es Covid-19 gibt, ja, es ist nicht so gefährlich, wie man uns vorgegaukelt hat. Und die Maßnahmen stehen in keinem Verhältnis. Und jeder Mensch, der da draußen vielleicht auch ein eigenes Geschäft hat, so wie du ja auch, hat da ganz massive Einbußen im Moment und man darf eigentlich gar nichts mehr. Also man hat das Gefühl, man wird in seiner Freiheit eingeschränkt und das Leben und alles, was Spaß macht, wird einem verboten. Nähe, Partys, ausgehen, essen gehen, sich wohlfühlen, zum Teil auch das Arbeiten gehen, weil das mittlerweile so weit ist, dass die politische Meinung oder die angeblich freie Äußerung der politischen Meinung dazu führen kann, dass man seinen Arbeitsplatz auch verliert. Ist bei mir übrigens tatsächlich so geschehen. Okay. Ja, aber macht Ist ja das der nichts. Grund, warum du politisch aktiv bist? Also, wie bist du dazu gekommen? Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe keine andere Wahl gehabt. Also es gab die Möglichkeit, nichts zu tun oder was zu tun. Und dann ist immer wichtig, dass man aufsteht und was macht, wenn man merkt, dass es das Unrecht passiert. Und ich habe ganz schnell festgestellt, dass hier was faul ist und habe gedacht, ich muss mich jetzt hier engagieren. Und dann war das der eine Weg natürlich, politisch sich zu engagieren, damit man reinkommt in dieses System, in dieses völlig verfaulte, um dann von dort aus auch was zu ändern. Ne? Das verfaulte System, Das verfaulte also System. wie kannst du jetzt also es ist schwierig, Leuten zu erklären, wie man das Gefühl dafür hat, dass irgendwas nicht stimmt. Ich kann es nicht mit Worten erklären. Wie kannst du Intuition. den, Intuition nennt man das, ja, Ja. das heißt, einige haben sie und einige nicht. Genau, Intuition. Und wenn du dann diesen ersten Impuls ja hast, dann informierst du dich, du gehst auf alternative Medien. Du hast dir wahrscheinlich den Bodo Schiffmann angeguckt, den Dr. Wodak, den Dr. Bhakdi, den Attila Hildmann und so weiter und so fort. Und ganz viele andere Medien, Rubicon, Kompakt, da gibt es ja ganz viele Magazine und Formate. Die wirklich interessant sind, wo man sich die Informationen holen kann. Und dann, ja. Ja, das sind, weil einige nach 11, 12 Monaten kann man sich doch mal ein paar Fakten zusammenziehen. Sag mal, egal, ob man eine Intuition dafür hat oder nicht. Ich tue mir damit schwer, dass es so unbewusste Menschen gibt, dass selbst Fakten auf dem Tisch liegen und trotzdem irgendwie immer ein Gegenargument gefunden wird oder irgendwie. Es ist unbegreiflich, was hier abgeht. Also, da hat jemand eben geschrieben, das ist ja überall so. Ja, Wie können wir uns das erklären, dass es überall so ist? das ist wahrscheinlich über Jahrzehnte auch so passiert, dass die Menschen, dass den Menschen das aberzogen worden ist, dass sie selbstständig denken können. Ja, man wird immer dumm gehalten und man wird ja auch bequem mit der Zeit. Ich meine, wir haben uns alle Jahrzehnte darauf verlassen, dass die Regierung einigermaßen in Ordnung ist und schon das Richtige für uns alle tut. Und dem ist einfach nicht so. Die verfolgen ihre eigenen Interessen. Und jetzt müssen wir erkennen, okay, man muss eigenverantwortlich handeln und selber schauen, wo kriege ich die Infos her, was ist wichtig jetzt. Ich kann es mir nicht erklären, dass man in so einem Zeitalter, so Internetzeitalter, allen möglichen Zugänge hat zu allen Informationen, dass unglaublich, dass so viele behinderte Menschen auf der, ich bin mit meiner Wortwahl ein bisschen krass, dass so viele dumme Menschen noch unterwegs sind, das kann ich mir nicht erklären, wenn das Internet einem
Verfügung steht, alternative Medien. Das, hörst du mich? Hallo? Hallo, hallo? Ton ist weg. Komisch. Was war das? Valentino, nein, nein, sie ist Politikerin jetzt. Sie ist in der Politik gerade. Komisch. Ja, die ist weg hier. Ich kann mich hier nicht konzentrieren zwischen. Wo Bernetten nach, bitte. Bernetten, denk. Mad Max geht zu den Rothschilds hier. Mad Max geht zu den. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Komisch, du warst weg. Jetzt war bei mir die Verbindung weg, ja. Ja. Auf einmal, ja. Komisch. Egal, wollen wir keine Verschwörungstheorie draus machen, dass die Verbindung weg. Oh mein Gott. Fakt ist, ja, wie arbeitest du da? Also, wie gehst du denn vor jetzt? Also, politisch aktiv, habt ihr irgendwas? Trefft ihr euch dann regelmäßig und. Genau. Also wir treffen uns natürlich regelmäßig. Wir gründen jetzt gerade unsere Landesverbände. Die erste Wahl, an der wir jetzt teilnehmen, ist in Baden-Württemberg. Da brauchen wir auch noch ein bisschen Unterstützung. Da fehlen uns noch ein paar Unterschriften. Und ansonsten kann sich jeder bei uns anmelden, der möchte, und mitmachen und aktiv Politik mitgestalten. Ja, also wir haben, wir freuen uns über jeden, der mitmachen will, weil wir wollen natürlich mehr direkte Demokratie. Das heißt, dass die Menschen mitbestimmen können, dass sie in Eigenverantwortung gehen, dass wir auch Volksabstimmungen haben und so weiter und so fort. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Politiker wieder das machen, wofür wir sie eingesetzt haben, nämlich verdammt nochmal das Volk vertreten. Und das tun sie nicht mehr. Also mich vertritt hier keiner. Dich? Dienen, dem Volk dienen. Dem Volk dienen, ganz genau. Ja, man sagt ja immer, Politiker, ein guter Politiker ist die Stimme des Volkes. Also meine Stimme ist da absolut nicht vertreten. Aber ich habe ja ein Video hochgeladen, da sagt so ein älterer Herr über Frau Merkel und Co., das ist jetzt ein bisschen, nicht wir haben sie gewählt, sondern Rothschild hat sie gewählt, sagt er, ganz eiskalt. Also wir denken, wir haben die Wahl, wir haben da keine Wahl, richtig. Ja, anscheinend haben wir gar keine Wahl. Aber wir sind viel mehr und dann müssen wir uns halt die Wahl wieder nehmen. Ja, aber wir sind uns gar nicht bewusst, dass wir mehr sind. Ich glaube, die Leute sind sich ja, was soll ich denn machen? Was soll ich denn, wo ich dann denke, sagen wir mal, 80 Millionen? Lass mal davon 1 Million irgendwie, keine Ahnung, wie viel Bundeswehrsoldaten unterwegs sind oder sonst. Das kann doch nicht sein, dass man mit dieser Einstellung, was soll man denn machen? Ja, das höre ich immer noch. Ja, aber was ist die Alternative? Was ist die Alternative, wenn ich frage, was will man denn machen? Ist die Alternative dann nichts zu machen? Das kann ja auch nicht die Alternative sein. Deswegen kann ich nur sagen, Politik muss nicht jeder mögen. Das ist völlig in Ordnung, auch wenn das Leute überhaupt nicht interessiert oder so. Aber wichtig ist, wenn Unrecht passiert, musst du auf die Straße gehen, du musst demonstrieren, du musst laut sein, du musst deine Stimme zeigen der Welt, ob du das jetzt gut findest oder nicht. Und das ist halt wichtig. Und die Menschen sind unheimlich bequem geworden. Ja. Bei, was ich tue, ist, ich bin auch nur live. Also gut, ich war mal in Berlin auf der Demo, bisschen zu spät, aber auch leider Gottes. Aber alles andere ist für mich. Manchmal frage ich auch, ja, und dann? Und jetzt? Ich weiß, mir fehlen auch die Dings. Du bist ja stark, hast dich der Partei, oder ihr habt die zusammen gegründet, ich weiß es gar nicht. Ja, ja, wir haben die, also Bodo Schiffmann hat die mitgegründet, wie gesagt, und jetzt haben wir ganz, ganz viele tolle Leute, die sich engagieren. Aber was kann man, wenn du nicht in die Politik willst, dann kannst du zum Beispiel auch so eine Infotour machen. Dann charterst du dir auch so einen Bus, das haben wir jetzt gemacht mit ein paar Frauen, ja, und fährst durch Deutschland und redest mit Menschen und versuchst sie einfach ein bisschen aufzuklären. Schnapp dir ein paar coole Leute, noch ein paar Schauspieler vielleicht, die das ähnlich sehen wie du. Und Schauspieler, keiner macht den Mund auf. Entschuldigung, ich musste gerade lachen. Woran liegt das? Was falsch mit denen? Sie arbeiten für den Teufel, sie dienen dem Teufel. Die Rapper und Schauspieler dienen dem Teufel. Die arbeiten für diese Institutionen wie RTL und Co., die dem Teufel dienen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ganz krass aus meiner Ansicht nach. Sie arbeiten für die Eliten. Das liegt daran. Oder? Weiß nicht, das ist meine Meinung. Ja, das kann gut sein, ja. Also bequem, ja klar, die werden jetzt nicht den Ast ablegen, auf den sie sitzen. Anscheinend sind sie sich dessen bewusst, für wen sie arbeiten und was sie sagen. Also ich durfte natürlich bei RTL mich politisch null äußern damals. Das war auch ein Grund zu sagen, okay, das ist, kannst gar nichts, du hast keine Meinung, du hast keine Identität mehr. So hat sich das für mich angefühlt. Aber
Wie geht es voran? Also gibt es von der Polizei, habt ihr Probleme oder wie ist denn das jetzt? Ich meine. Ja, also wir hören ja immer von verschiedenen Seiten, dass die Polizei die Personen, die bei uns in der Öffentlichkeit stehen, immer wieder drangsalieren. Du kennst das ja auch. Und Ja. man wird bedroht, man versucht uns mundtot zu machen. Keine Ahnung, die kommen mit solchen schwachsinnigen Sachen, wie dass man als Deutscher nicht mehr nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen darf, weil man dann illegaler Einwanderer ist. Das haben wir tatsächlich genauso erlebt, ja. Um was geht's da? Habe ich nicht verstanden. Also wir waren ja mit einem Frauenbus unterwegs durch Deutschland, um Aufklärungsarbeit zu leisten und Demonstrationen zu machen. Und wir wollten nach Mecklenburg-Vorpommern, um da auch eine Demo zu machen. Und dort wurden wir festgenommen, weil wir nicht nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen durften, weil wir illegale Einwanderer waren in dem Moment. Wie äußert sich, wieso illegale Einwanderer in dem Fall? Habe ich, ja, weil die das auf habe der, ich aufgrund der Corona-Verordnung haben die jetzt da stehen, dass man aus einem anderen Bundesland nicht mehr einreisen darf. Ach so, zu dem Zeitpunkt war das, wurde, ja. Ist das wieder aufgehoben oder ist das immer, ich weiß Nein, es nicht. Nein, leider nicht, sonst wäre ich schon längst wieder in Schwerin. Ja, okay. Und was ist jetzt, ich bin null vorbereitet, ne? Ich bin da Eva, wir haben das spontan jetzt. Genau. Wir machen jetzt Frage, Antwort, Antwort, Frage, keine Ahnung. Machen wir einmal. Vielleicht haben wir ein paar Zuschauerfragen an dich. Ja, mich sehen Sie ja jeden Tag. Wir brauchen vor allen Dingen jemanden, der das Video nachher sichert, damit wir es nochmal auf Facebook hochladen können. Ich weiß nicht. Aha, okay. Ich weiß nicht, ob ich das erstmal abspeichern kann. Wahrscheinlich schon. Das wäre. Und dann kann ich das auf Facebook bei, ja. So, habt ihr Fragen an Eva? Sehr mutig, auf jeden Fall. Das ist schon krass, dass du, ja, aus dem einfach so. Ich sehe gerade ein paar Fragen, ich gehe mal drauf ein. Wie geht es Karl Hilst? Genau. Der Karl Hilst ist ja, berenteter Polizist und der wurde in Nürnberg von der Polizei drangsaliert und zu Boden geworfen. Der Mann ist 63 Jahre alt, hat über 40 Jahre als Polizist gearbeitet. Und jetzt fangen an, seine Kollegen, weil sie mit seiner politischen Meinung nicht einverstanden sind, ihn zu schikanieren. Und da wurden er und seine Begleiterin wurden interessante Kommentare wurden festgenommen. Ja, ich habe das gesehen, dass sie ihn geschubst oder irgendwie zu Boden geschubst haben. Und es gibt keine Polizisten, die sagen, einer von 10.000 oder was steht auf und der wird dafür dann zusammengeschlagen, mehr oder weniger. Ja, genau. So krass. Ja. Ja, es also, war echt heftig. Und dann haben sie unserem Kameramann, der auch mit auf der Bustour war, haben sie das Handy konfisziert. Also die konfiszieren dann auch irgendwie mutwillig irgendwelche Handys von Presseleuten. Das geht natürlich auch überhaupt nicht. Und ja, und wie gesagt, sie bedrohen einen. Also der eine Polizist in Mecklenburg hat gesagt zu meinem anderen Kameramann, ich besuche dich mal privat. Im Livestream. Was hat er? Ich habe es akustisch nicht gehört. Ich bin leider im Laden hier, im Dönerladen. Ich höre gar nichts. Das sind ganz schlechte Bedingungen, hier überhaupt ein Interview zu führen. Diese Mitarbeiter haben gar kein Gefühl dafür. Ja. Siehst du? Also der, das der, ist, der eine ich gehe mal zum, ins Auto. Unseren Streamer hat er bedroht. Ne? Also der hat zu ihm gesagt, ich besuche dich dann mal privat. Der Polizist? Ja klar, im Livestream. Der hat sich echt nicht im Griff gehabt. Setz mich mal ins Auto. Sorry Leute, das ist heute ein Chaos. Das ist, wenn Mustafa sich vorbereitet auf irgendwas. Nämlich gar nicht. So, I'm back again. Frag mal jemanden. Ja, wir haben hier versucht, der eine hat gezittert. Sorry, ich sag das offen. Und was wollt ihr? Wollt ihr den Handy ausmachen? Macht es ruhig. Hörst du mich? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Super. Ja, hat scheiße. Jemand, ich bin echt nicht. Ja, Antwort auf die Frage. 311 schreibt Eva, was können wir tun? Zu Hause sitzen und im Internet labern ändert nichts. Gebe ich dir absolut recht, das tut es nicht. Wir müssen uns vernetzen und wir müssen auf die Straße gehen. Und ich kann nur jedem sagen, meldet Versammlungen an in eurem Ort. Das ist ganz einfach. Ihr schreibt einfach dem Ordnungsamt oder eurer Ordnungsbehörde, dass ja, man muss euch wahrnehmen und das ist ganz wichtig. Der Empfang ist schlecht. Hat man jetzt gehört, was ich gesagt habe? No.
Wenn alle mal zusammenhalten würden, ja. Ja, genau. Zusammenhalten und rausgehen auf die Straße. Mit dem Kochtopf, Kochlöffel und Lärm machen. Zeigt, dass ihr da seid und zeigt, dass ihr nicht einverstanden seid. Ich habe mir diese MP3, da hat jemand sich die Mühe gemacht, dieses, da ist ja jemand mit dem Mikro, dieses berühmte Video, steckt euch eure Masken in den Arsch, steckt genau. euch bla bla, gibt ihr als Beat, habe ich heute angemacht. Und dann bin ich bei der Polizei angehalten, hab das voll aufgedreht, gucken die so, ist das strafrechtlich links? Nö, ne? Ist ja Musik. Mhm. Willst du dafür anbelangen? Nee, ne? Nö. Kennst du die Datei? Das ist doch GEMA-frei, das ist alles gut. Kannst du abspielen. Das wäre für alle wahrscheinlich das Einfachste, jetzt dieses Ding runterzuladen, steckt euch eure Masken sonst, das ist unter Titel mit Musik, hat jemand genau. nichts draus gemacht. Ganz, ganz einfach. Das kann wohl jeder, ne? Im Auto dann die Musik, die Scheiben runter und ja, so, jetzt. Das ist auch gar nicht so. Man kann auch ganz einfach eine Versammlung anmelden. Also man kann selber sich vernetzen und Kundgebungen anmelden oder Spaziergänge in seiner Stadt, ja, 50, 100 oder 200 Leute, völlig egal. Und dann nimmt die Kochtöpfe mit und macht richtig Lärm da draußen, dass die Leute mal wach werden. Die sind alle im Tiefschlaf gefühlt und verschafft euch Gehör. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jeder, der kommt und sagt, ein Einzelner kann nichts verändern, das stimmt nicht. Also eine einzelne Person kann ganz, ganz viel verändern. Man muss nur ganz viele von den Personen zusammen haben. Und da appelliere ich echt an euch, seid mutig, geht raus auf die Straße, egal ob ihr alleine spazieren geht mit dem Kochlöffel und dem Kochtopf, das ist vollkommen Wurst, aber geht raus, macht was. Wie gesagt, Versammlung anmelden ist einfach. Ich habe jetzt 70 Versammlungen angemeldet im letzten Monat. Das ist echt kein Hexenwerk. Das kannst du einfach machen bei deiner Ordnungsbehörde. Dann sagst du hier, ich melde an für 200 Leute. Wenn mehr kommt, kannst du ja nichts dafür. Und ja, geht raus auf die Straße. Demonstrieren. Das wird keiner machen. Da ist eine Stimme, die sagt, ja, wo soll ich jetzt an? Glaube ich nicht. Das funktioniert nicht. Gibt's halt für mich nicht. Sorry. Für mich funktioniert super. Ich muss ehrlich sein. Vielleicht kannst du mich in Hannover unterstützen und wir machen hier was. Alles klar, machen wir. Finde ich gut. Okay, so, habt ihr noch Fragen? Wer hat noch Fragen? Nächste Frage bitte. Das ist die ersten Leute sagen, lass morgen eine Spontan-Demo machen. Genau. In Hannover? Okay. Ja, Spontan-Demonstration, da muss es immer einen Grund geben tatsächlich. Das muss man ein bisschen juristisch auch nochmal unter die Lupe nehmen. Also eine Eilversammlung kannst du anmelden binnen 3 Stunden. Eine normale Demonstration musst du anmelden in 48 Stunden und eine spontane Versammlung muss irgendwie einen triftigen Grund haben, zum Beispiel Polizeigewalt oder. Ja. Aber, ja, vielleicht ist es nicht an der Zeit, dass ihr auf die Straße geht. Ich glaube, es muss richtig wehtun, damit alle ihren Arsch hochkriegen, oder? Ja. Es schreibt einer, ein Schwarzkopf bringt nichts, es muss ein Deutscher anfangen, sonst heißt es scheiß Ausländer. Es haben Deutsche angefangen. Michael Wallweg ist, soweit ich weiß, kein Schwarzkopf. Ich bin Ausländer und wir haben viele Ausländer in der Bewegung. Ich finde es total wichtig, dass wir auch auf die Straße rausgehen, zumal die Antifa jeden als Nazi bezeichnet und das Framing auch in die Richtung geht, dass man sagt, du bist doch rechts oder so. Und das können wir uns auch nicht gefallen lassen. Wir sind hier seit, keine Ahnung, 30 Jahren, 40 Jahren in Deutschland. Unsere Eltern sind als Gastarbeiter hier rübergekommen. Also mehr Deutsch geht wohl nicht. Und von daher haben wir genauso das Recht, auf die Straße zu gehen und laut zu sein wie alle anderen auch. Das ist Bullshit. Also so eine Ausrede lasse ich überhaupt nicht gelten. Ja. Na. Fragen? Naja, ich glaube, die wollten mich auch in die Nazi-Ecke irgendein. Ich bin nicht drauf eingegangen. Die wollten ein Interview haben. Von welchem Zeit? Das war am Anfang, erste Dings. So. So einfach geht das, dass ein Ausländer Rechter sein kann. Also ja. So wie Hildmann, hieß ja, der ist ja recht heiß, weil er Patriot ist. Genau. Dabei ist das genau Warum? Die richtige Einstellung. Also ich meine, schlussendlich, wir leben doch alle gerne hier und wir haben ja auch alle ein gutes Leben gehabt, bevor dieses ganze Schwachsinn hier gekommen ist. Und bevor halt aber auch, es hat ja zwei Seiten. Es ist ja auch gut, dass es passiert ist, weil es werden jetzt mal die ganzen Missstände aufgedeckt. Und wir merken einfach, wir waren noch gar nie frei. Also man hat gedacht, auch wir sind ja alle frei, das ist Quatsch. Wir waren auch vorher nicht frei und es lief vorher schon ganz, ganz viel falsch.
Und jetzt haben wir die große Chance, das alles mal richtig zu machen und uns wirklich Leute in die Politik zu setzen, die uns vertreten und die verdammt nochmal, wie gesagt, den Willen des Volkes da oben vertreten und nicht ihre eigene Meinung, ihre eigene Lobbyarbeit und ihren eigenen Geldbeutel. Lobby ist ein super Begriff. Dürfen wir darüber reden? Was ist, wie äußert sich eine Lobby? Also, sie werden gesponsert, ja. Irgendwer meinte mal, die sollten lieber Jacken tragen mit Sponsoring. Wer sie, was heißt das? KZ steht für Katzenauge. KZ, was ist das für ein Quatsch? Ja, keine Ahnung. Ich habe hier viele Leute, die gerne irgendwas dazu, die mich mundtot machen wollen oder. Na, das ist aber, kennst du ja wahrscheinlich von. Die sind auch im Netz unterwegs. Noch nie erlebt. Noch nie. Nein. Ja, es ist krass, dass wir in so einer falschen Welt, künstlichen Welt leben, ohne es zu wissen, ohne es bis heute überhaupt erfahren zu haben, ja, was die richtige Welt ist. Das ist krass, wir können gar nicht damit umgehen. Klar, vielleicht verstehen einige, haben Angst davor, was auf sie zukommt, wenn ihre Welt sich ändert. Deswegen halten sie so dran fest und wollen keine Veränderung. Das kann sein. Angst vor Veränderung. Ja. Aber das ist das Grundproblem. Die Leute haben alle Angst. Ich meine, guck mal, ich bin eine Frau. Ich bin, keine Ahnung, ich habe vor gar nichts Angst im Moment. Ich hatte keine Angst vor irgendeinem Virus, weil ich halt der Meinung bin, wenn meine Zeit zu Ende ist, ist sie zu Ende. Also was soll ich mich jetzt hier einsperren? Ja. Und ich bin aber auch schon immer ein Rebell gewesen. Ich war nie Mainstream und ich habe immer Sachen gemacht, die andere vielleicht blöd fanden. Und ich habe immer das Gegensätzliche gemacht, weil es mir komisch war, weil ich immer gesagt habe, oh, die gehen alle in die Richtung, da stimmt was nicht, ich muss in die andere Richtung gehen. Und ich glaube, da muss man ein bisschen intuitiver werden auch und sagen, hey, ne? Ja, ich versuche es, ich hab jetzt den Faden, weil ich gleichzeitig mitlese, das ist ein bisschen, jetzt habe ich es vergessen. NWO, das ist der Plan. Ja, neue Weltordnung. Ich habe mich schon früher damit befasst, das war vor 15, 20 Jahren, da war ich sogar bei GZSZ noch. Dann habe ich schnell gemerkt, damals war es noch so weit hergeholt, da gab es ja kein Problem draußen, alles schien okay zu sein. Da habe ich sein lassen, das ging nicht, da wurde ich schon, ne, alles so, hat keinen Sinn gehabt, da überhaupt über sowas zu reden, aber jetzt, wo wir mitten in der Scheiße stecken, wo unsere Freiheit weg ist, wo die Polizisten auf Frauen und Kinder einschlagen, ja, wo wir gar keine Grundrechte mehr haben, wo wir keine Freiheit mehr, wo wir alles verlieren, jetzt noch da, wenn man irgendwie versucht, jemand darauf auf, dass sie dann sagen, das sind Verschwörungen, da denke ich auch, das macht mich wirklich aggressiv. Ich komme vor wie ich laufe hier durch die Gegend wie ein Verrückter, weil ich kann das nicht mehr mit an. Wie kann man so verblendet sein? Ich meine, was wird hier was versprüht? Was uns ist, sind das die Chemtrails? Sind das die Medien? Okay. Die Propaganda läuft seit 70 Jahren wahrscheinlich. Und das hat ja, Spuren hinterlassen anscheinend, ja. Die Leute haben halt wirklich Angst zum Teil. Also die kommen auch auf mich zu. Ich gehe ja ohne Maske auch raus. Und dann kommen die auf mich zu und sagen, ich habe Angst, du bringst mich jetzt um, weil du keine Maske auf hast. Da habe ich gesagt, spinnst du oder was? Ja, die schützen dich vor gar nichts. Ja, und wenn die Leute fahren Auto, die setzen sich ohne Bedenken ins Auto. Setzt man sich jeden Tag in sein verdammtes Auto. Und die Gefahr, bei einem Autounfall zu sterben, ist prozentual einfach so massiv viel höher, als an Corona zu erkranken und daran zu sterben. Das müssen sich die Menschen einfach mal auch vor Augen führen. Wir haben eine Überlebenschance von über 99% bei diesem Covid-19-Virus, der meiner Meinung nach wahrscheinlich eine Art Grippevirus ist, ja, weil die Grippe ja faktisch nicht mehr existiert, seitdem wir Corona haben. Es stirbt ja keiner an Grippe und an Altersschwäche, sterben alle an Corona. Und das Problem ist einfach, wir haben 0,24%, die momentan sterben und wir haben eine Untersterblichkeit sogar in Deutschland. Das heißt, es sterben weniger Menschen im Vergleich zu 2019 und auch viel weniger sogar im Vergleich zu 2018, als wir diese Grippewelle hatten. Und das verstehen die Leute nicht. Und anstatt, dass man denen das auch sagt und auch durch die Medien sagt, das ist nicht so, die Gefahr ist nicht so hoch, du brauchst nicht so viel Angst zu haben. Das ist ganz schlimm. Ja, das funktioniert. Das ist wirklich, die Leute sehen das, ich bin aggressiv nonstop, wenn ich Leute sehe, hinterm Lenkrad, eigentlich ist sie auch verboten, trotzdem sitzen sie mit dem, und auf der, vielleicht liegt es an der Kälte jetzt im Winter, aber zum größten Teil wahrscheinlich auch im Sommer würden die das freiwillig, das ist unglaublich, wie viel Angst, ich meine, wo führt das denn, ja, wir sehen, wo es hinführt, Fakt ist, wie will die Politik das begründen, wenn die Grippewelle, die normale Grippewelle, wenn keiner mehr krank wird, ich denke, dass das viele Grippepatienten waren, die dann gedacht haben, oh nein, ich habe jetzt Corona, deswegen haben wir nur 400. Das,
Also die Grippewelle wird ja langsam ab, wie heißt das? Abnehmen oder wie auch immer, genau. Untergehen. Wie will die Politik denn die Zahlen dann herholen? Woher wollen die Zahlen denn? Wie sollen die Zahlen herholen? Aber das ist woher genau kommen die Zahlen dann? Da wir ja gar keinen offenen Diskurs mehr haben mit anderen Wissenschaftlern und Ärzten und Epidemiologen und Virologen, findet ja genau diese Fragerei nicht mehr statt. Das ist ja genau das Problem. Ich habe jetzt gelesen, dass irgendwie 6, 7 Leute die Bundesregierung beraten haben in dieser Krise. Ja, sind die dann von allen guten Geistern verlassen oder was? 6, 7 Leute. Die könnten sich die Besten der Besten holen, wenn es denn darum ginge, das tatsächlich festzustellen, muss man ja immer wieder auch in Frage stellen. Das waren aber auch keine Dings, habe ich gehört. Das waren auch keine Mediziner. Keine oder Fachleute. Psychologen. Oder. Aber was ich mich halt frage ist, guck mal, es gibt seit 2012, das kannst du auf der Seite der Bundesregierung nachlesen, ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Termin verpasst habe. So, es gibt auf der Seite der Bundesregierung ein Papier von 2012, ein Strategiepapier. Da steht genau der Fahrplan drauf, den wir jetzt dieses Jahr haben. Es steht drauf, ein Virus aus China wird kommen. Man wird sagen, das kommt, haben Tiere eingeschleppt und so weiter. Wie verhält man sich? Diesen Plan gibt es, das kannst du öffentlich nachlesen. Auf der Seite der Bundesregierung kannst du das nachlesen, von 2012. Und jetzt kommen die und sagen mir, neue Situation, wir wussten ja nicht Bescheid, wie wir reagieren sollen. Also es passt einfach alles nicht zusammen. Und ich will hier nicht irgendwie als Corona-Leugner hingestellt werden, wenn es dieses Covid-19, aber es muss ja auch mal isoliert werden. Es ist ja auch noch nicht isoliert, man weiß es halt nicht genau. Aber mir tut es natürlich wahnsinnig leid um alle Menschen, die an der Grippe oder am Covid-19 sterben. Jeder Mensch ist wichtig, aber es macht sich keiner Gedanken um die ganzen alten Leute, die im Altenheim aus Einsamkeit gestorben sind, aus Isolation, um die Menschen, die verschobene Operationen hatten, um die Menschen, die sich das Leben genommen haben, weil sie ihre Familien nicht mehr ernähren können. Und wenn wir von Solidarität sprechen, dann müssen wir verdammt nochmal auch von diesen ganzen Toten sprechen. Und die Zahl ist viel höher. Vor allen Dingen, wenn man dann noch in die dritte Welt guckt, wo 30 Millionen Menschen allein an Hunger sterben werden, durch die Maßnahmen, die wir hier treffen. 30 Millionen, sagt man, ja? 30 Millionen. Und damit wollen sie uns retten, indem sie 30 Millionen oder 7 Milliarden Menschen impfen und töten. Das ist deren. Ja, das ist ein Märchen. Also ich kann das nicht, ich glaube null daran. Für mich existiert das sowieso nicht. Ich will auch gar nicht sagen, ja, es ist die Verhältnismäßigkeit ist nicht. Für mich existiert das nicht, weil ich 1000 Sachen, Beweise dafür oder gesehen habe, sei es bei Simpsons, weiß Gott, wer das schon vorangekündigt hat, Songs, die im Covid handeln oder dass Bill Gates das 2012 oder irgendwann angemeldet hat, Covid-19, das ist ja, die haben sich darauf vorbereitet, da sieht man doch genug Beweise, da braucht man nicht sagen, ich meine 2009 war er auch, ist ja gar nicht so lange her, ja. Was war das? Das ist dasselbe Spiel, wie kann man jetzt darauf reinfallen, frage ich mich die ganze Zeit. Tja. Ist, ja, und das ist schiefgelaufen, 2009. Immer, das waren dieselben Akteure, dieser komische Drosten und Mutti. Sag mal, wie kann man da wieder drauf reinfallen auf so ein Spiel? Ja, er hat falsch gelegen, damals schon. Und jetzt hat er versucht, er hat die Chance gesehen, die Leute halt jetzt wieder ranzukriegen und er hat sie genutzt, ne? Kann man nicht anders sagen. Aber es ist ja vielleicht auch schon aufgefallen. Sein Doktor, Entschuldigung, er hat nicht falsch gelegen, das Volk ist nicht drauf eingegangen. 2009, die sind da nicht drauf reingefallen. Ja, aber jetzt hat es ein großes Ding. Der Dr. Wodak war ja auch noch da, der hat für die Bundesregierung gearbeitet und der hat gesagt, nee, Moment mal, was macht ihr hier? Und jetzt ist er, naja, der wird überall gesperrt oder so, ne? Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja. So, Bill Gates hier, Certificate of Vaccination ID COVID-19. Das hat er angemeldet. Ich weiß es intuitiv, dass das nicht für mich, es existiert nicht. Das ist ein Spiel für mich. Und das sind die Beweise, dass es eben schon länger geplant ist. Die werden sich von diesem Plan nicht abbringen lassen. Ja. Ganz einfach. Ja. Warum? Sing deinen Song? Bist du Sängerin, Eva? Ja, ich singe tatsächlich auch. Oh, wusste ich gar nicht. Ja. Ich auch. Unter der Dusche. Eva, nein, ehrlich aber jetzt. Das ist gerade ein guter Hinweis, Corona-Ausschuss heute. Das war eine sehr, sehr gute Live-Sendung, auch mit dem Dr. Füllmich und der Frau Fischer
mit Dr. Wodak und mit dem Holger Fischer. Also der Holger Fischer ist ja auch Anwalt. Und der Holger Fischer vertritt tatsächlich die alten Leute im Altenheim, wo es jetzt gerade um diese Impfungen geht. Also es ist sehr, sehr interessant. Bei Oval Media kann ich nur sagen, oder sowas, glaube ich, heißen die. Schreibt nochmal hier drunter, wie die heißen. Kann man sich das angucken, das Interview. Das ist richtig gut. Da werden also demente Patienten zum Teil unter Druck gesetzt. Denen sagt man, du kriegst keinen Besuch mehr, wenn du dich nicht impfen lässt. Und man sagt Erpressung, denen, du darfst nicht mehr aus dem Altenheim raus, wenn du dich nicht impfen lässt. Und dann geben die halt ihre Einwilligung, sich impfen zu lassen, obwohl kein Arzt abklärt, ob die in der Lage sind, geimpft werden zu können. Wir haben hier ganz viele alte Menschen, die kriegen Blutgerinnungshemmer im Altenheim. Das heißt, die dürfen auch gar nicht ohne weiteres zum Teil aus den gesundheitlichen Gründen geimpft werden. Und dann werden die so unter Druck gesetzt, dass sie einfach das mit sich machen lassen. Also es ist richtig schlimm. Lexi sagt, die wollen, dass wir auf die Straße gehen. Die wollen aber für mich, meiner Ansicht nach, wollen sie, dass das Volk, dass die wollen einen Bürgerkrieg. Genau. Dann wollen sie, ja, aber wenn die jetzt auf die Straßen friedlich, schicken sie ihre Soldaten, die hier Linksfaschisten, die dann dafür sorgen, dass es Krawalle gibt, damit das auf die Demonstranten. Somit wollen sie uns das Recht nehmen. Das hat doch kein, leider Gottes, für mich keinen Sinn mehr, auf die Straße zu gehen, wenn die so ein Spiel machen. Das hat Sinn und ich kann ja auch genau sagen, warum. Weil die schicken bewusst Provokateure rein, auch von der Polizei selbst, die Menschen also provozieren bis aufs Blut. Die werden dafür geschult. Und die haben auch zivil, Die haben unter den Ärmeln haben die auch so eine Art Mini-Schlagstock. Das sind so große Sachen, man nennt das Kubutan. Und damit hauen sie dir auf die Akupressurpunkte. Das hinterlässt keine Wunden. Das heißt, du kannst es hinterher nicht anzeigen, aber du kriegst sie auf jeden Fall damit auf den Boden. Wow. Das ist richtig heftig. Und da gibt es Provokateure. Aber solange wir friedlich bleiben, ich meine, was wollen die uns jetzt nachsagen? Dass wir zu Hunderttausenden auf der Straße sitzen und meditieren für unsere Freiheit oder was? Das ist halt immer der Punkt. Wir müssen wirklich da friedlich bleiben, weil wenn wir dafür sorgen, dass so eine Situation eskaliert, haben wir ein Problem, weil das sind die Bilder, das wollen die. Die wollen, dass wir als Demonstranten aggressiv werden und eskalieren. Und das darf auf gar keinen Fall passieren, weil dann ist das Recht auf unserer Seite. Ja, aber das wird früher oder später passieren, denke ich. Das wird sich nicht verhindern lassen. Wenn es dann die Leute, sage ich mal, wirklich so trifft, dass sie nichts mehr zu essen haben oder dass sie ihre Arbeit verlieren oder, wird es auch Menschen geben, die natürlich die Geduld nicht mehr haben, friedlich zu demonstrieren. Aber das ist halt das Ziel. Man möchte tatsächlich diese bürgerkriegsähnlichen Zustände. Dann hast du auch Grund, das Militär einzusetzen, überall im Inneren. Das wird ja eh schon eingesetzt. Wie kann das denn sein, dass keiner dieser Akteure oder Polizisten, was hinterfragen die das System nicht? Sind die auf inkarniert, um genau dieses Leben zu leben oder für diesen Zweck? Sag mal, die haben doch Familie, die werden sich doch die Frage stellen, sag mal, wie fing das damals an? Das war doch bestimmt so ähnlich wie heute. Bin ich auf der richtigen Seite? Sind die nicht in der Lage, sich diese Frage zu stellen? Ja, die kriegen halt nun mal vom Staat ihr Geld, ne? So, das ist so einfach ist dann auch schon die Erklärung dafür. Die kriegen vom Staat kein Bonus, Geld. Einfach. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz niederer Beweggrund. Die kriegen vom Staat ihr Geld und ihre Pension nachher und können davon ihre Familien ernähren, was weiß ich auch immer. Und deswegen machen sie das nicht, dass sie sich dagegen stellen. Aber es wird jetzt einfach auch Zeit, dass die Polizei einsieht, sie müssen auf der Seite des Volkes stehen. Das andere ist, dass die ganzen Massenmedien, weiß ich nicht, ARD, ZDF, RTL und so weiter und auch die ganzen Zeitungen, die werden alle bezahlt dafür, dass sie Falschnachrichten verbreiten und die Menschen in Angst und Schrecken versetzen. Und das muss auch aufhören. Und da müssen wir auch klagen. Weil allein schon, dass sie immer noch sagen dürfen, der PCR-Test weist eine positive Infektion nach. Das stimmt nicht. Das ist schlichtweg gelogen. Das ist erstunken und erlogen. Und diese PCR-Teste sind nicht validiert. Deswegen klagt auch der Rainer Füllmich dagegen, dass diese Teste nicht mehr verwendet werden dürfen, weil wir haben faktisch eine Pandemie, die auf einem falschen Test auch basiert. Das ist auch ein großes Problem. Aber naja, Cola ist positiv, das sagt schon alles. Ich meine, wie viele Beweise brauchen wir? Die Coca-Cola ist positiv, Papaya ist positiv. Ja. Was braucht der Mensch noch für Beweise? Weiß ich nicht. Das reicht, oder? Ja. Reicht nicht anscheinend, reicht nicht. Was wollt ihr noch fragen? Ja, die Politik. Es sind ja alle gekauft anscheinend, so wie es aussieht. Mindestens 20, wie heißt das, Politiker weggekommen letztes Jahr. Ja. Also, was heißt Politiker? Wie nennt man das? Partei?
Abgeordnete etc. Genau. oder? Ja. Wie kann das? Ist das üblich, dass jedes Jahr 20 verschwinden? Soweit ich weiß nicht. Bin gespannt, wie es in Zukunft sein wird. Aber warum Politiker? Warum keine anderen, die sich dagegen auflehnen? Naja, wir haben ja, in der Politik hast du halt natürlich eine Menge Einfluss und die haben ja auch Insider-Sachen. Da ist vielleicht einer dabei, der mal damit rauskommen möchte, was da wirklich läuft. Ein Whistleblower. Und wenn die das mitkriegen, dann wird der halt mal eben mundtot gemacht, ne? Und dann hatten wir auch bei der DEHOGA, der Chef von der DEHOGA wollte ja groß klagen gegen die Schließungen von den ganzen Gastronomiebetrieben. Und dann hat er das angekündigt. Ein paar Tage später ist er auf einmal, hat er sich um einen Baum gewickelt mit seinem Auto, ne? Das ist schon komisch. Ja, das passiert, ne? Lag am Auto wahrscheinlich. Müssen wir als Normalbürger irgendwas befürchten, wenn wir. Ich meine, ich krieg's ja mit, die versuchen das ja hier, mich auf der finanziellen Ebene zu ruinieren, jetzt indem sie jeden Tag herkommen, irgendwelche schwachsinnige Sachen. Letztens legt sich einer lang mit dem Fahrrad, älterer Mann, blutet, Platzwunde, wir helfen ihm, rufen die Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, die Polizei kommt. Das Einzige ist, das Erste, was sie sagen, bitte 1,50 Meter Abstand, ja? So, ihr seid ja noch zu retten, Alter, sag mal. Was nehmen die irgendwelche Drogen? Also die draufschlagen, können nicht normal sein im Kopf. Also das ist nicht die deutsche Polizei. Die waren nie so. Was ich da in Videos sehe, das ist so krank. Was ist denn da passiert? Ja, vor allen Dingen die Menschlichkeit geht verloren. Also ich habe das auch. Wir haben das erlebt in Potsdam auf einer Demo. Da war ein Obdachloser, der hat sich zu uns gesetzt und der war total, also war ein ganz liebenswerter Mann halt, ja. Und der hat auch getanzt ein bisschen und so. Und dann hat der einen Frau von uns hat eine Kette geschenkt und da haben wir ein bisschen mit ihm gequatscht, der konnte nicht so gut Deutsch. Wir haben ihm ein bisschen Geld für was gegeben und einen warmen Kaffee gebracht und so. Und dann sagt die Polizei zu uns, also wir müssen Abstand halten, wir müssen unsere Maske aufsetzen. Und ich habe da gesessen und dann, weißt du, und dann war es mir auch zu doof, dann habe ich den Mann in den Arm genommen, ja, und habe ihm die Hand gehalten und so, weil er hat geweint, weil er sich so sehr gefreut hat, um eine warme Tasse Kaffee zu kriegen. Heftig. Ja, und dann haben die zu uns gesagt, wir wollen jetzt, dass sie Abstand halten. Und der eine Polizist hat immer wieder gesagt, der ist alkoholisiert, soll ich sie in Sicherheit bringen? Habe ich gemeint, sagen Sie mal, wollen Sie mir jetzt hier einreden, dass ich nicht sicher bin? Ich fühle mich sicher, gehen Sie bitte weg, ich fühle mich bei Ihnen nicht sicher. Aber vor dem Mann hier habe ich nichts zu befürchten. Sag ich, was sind Sie für ein Mensch, dass Sie mich hier zwingen wollen, dass ich nicht mal mehr Nächstenliebe geben darf? Und das ist genau dieses Diabolische. Ich sag dir das, dass die Menschen sich nicht mehr nah sein dürfen, dass man sich nicht umarmen soll, dass man das Lachen das ist ja Kontaktbeschränkung. Das heißt alles. Also hinter dem ganzen Scheiß steckt eher diesen neidisch auf die Menschheit. Ich weiß nicht, was für Geschöpfe das sind. Das ist wieder eine esoterische, wie heißt das, eine spirituelle Ecke. Das sind keine Menschen mehr, die wollen die Menschlichkeit zerstören. Das heißt, genau das sind diese Abstandsregelung, Maske, entweder machst du nur Abstand oder nur Maske. Beides ist sowieso schwachsinnig. Da fängt schon mal an. Die wollen einfach, das Wort beinhaltet schon Kontaktbeschränkung. Die wollen die Menschlichkeit nehmen. Wir sind, ich merke es besonders. Ich bin sehr, was heißt, hypersensibel kann man sagen. Ich fühle es. Es fehlt die Menschlichkeit. Man stumpft ab emotional. Ohne menschliche Kontakte bist du kein Mensch mehr, ganz einfach. Und das machen sie sich zunutze. Das ist eine Frage der Zeit, wann die ersten Menschen, also viele nehmen sich wahrscheinlich schon das Leben, weil das geht ja auf die Psyche. Und die nutzen das. Ich meine, irgendwann, wir sind ja auch Gewohnheitstiere, weil die überleben, werden wahrscheinlich sich daran gewöhnen und sagen, okay, also viele freuen sich auch, gibt's auch. Ich habe hier einen Lieferservice, ich habe da selber vorgestern was gebracht. Hinter der Maske ein erwachsener Mann schmeißt das Geld hin und liegt auf dem Boden. Alter, Digga, wie kann man an solche Märchen glauben? Sag mal, ich habe noch nie Märchen gehört. Ich bin hier in der Türkei, gibt's keine Märchen. In Kurdistan. Letztens hast du mir mal ein Märchen erzählt. Stimmt, aber unsere Eltern haben uns nicht erzählt. Meine nicht. Trotzdem glaube ich nicht an Märchen. Also, ja, wahrscheinlich deswegen. Weil, wenn ich das schon höre, ich könnte kotzen, mein Gott. Wie könnt ihr auf so ein Spiel reinfallen? Oh, das ist ganz gefährlich. Und diese Politiker da oben die ganze Zeit mit ihren Sprüchen. Oh Gott, wie kann man sowas abkaufen? Ich könnte kotzen. Das macht mich aggressiv. Ich würde ja am liebsten ohrfeigen, diese Politiker da unten für ihre. Mir fehlen die Dings. Ich bin so frustriert, diese Unwahrheit zu sehen. Diese ganze Welt ist verdreht, verkehrt rum. Die Helden sind gejagte Idioten, Verschwörungstheoretiker.
Die Lügner sind da oben, werden gefeiert. Verstehst du? Es ist eine krasse Zeit. Die Lüge wird gefeiert, die Wahrheit wird bekämpft. Ja. Unglaublich. Das habe ich schon, ja. Aber ich weiß nicht, ich denke manchmal, vielleicht haben wir haben auch die letzten Jahre vielleicht zu gut gelebt und zu wenig auf unsere Mitmenschen geachtet. Und vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen nochmal, ja, eine Möglichkeit für uns, unsere Seele auch ein bisschen zu retten jetzt, ja, und zu sagen, hey, wir hätten viel mehr auf unsere Mitmenschen achten müssen. Das soziale System ist schon ganz lange nicht sozial eigentlich, weil ein paar wenige profitieren und ein paar gute Menschen immer zu kurz kommen, ja. Also man hat es so oft, dass es guten Menschen einfach unheimlich schlecht geht, die wirklich hart arbeiten, dass sie nicht genug verdienen, gerade in Pflegeberufen. Ich meine, weiß ich nicht, ich komme aus einer Kultur, da gibt es so alte Leute nicht in Altersheimen, aber jetzt haben wir halt hier nun mal Altersheime. Diese Leute, die müssten wir mit Gold bezahlen dafür, dass sie sich um unsere Eltern kümmern, ja. Und das läuft schon lange falsch. Und da müssen wir einfach jetzt auch gucken, wie wir das Ganze in eine Richtung lenken, die positiv ist und wie wir fair sind miteinander. Und vor allen Dingen, ich glaube schon an Märchen, wollte ich noch sagen. Weißt du warum? Weil am Ende immer das Gute siegt und ich glaube, das wird hier auch so sein. Weil wir haben viele gute Menschen, die sich in dieser Bewegung zusammengefunden haben und deswegen das Gute wird immer gewinnen. Das Gute wird immer gewinnen. Ich glaube, wir waren schon immer gut. Deswegen haben wir in dieser Welt gelitten, oder ich zumindest. Ich habe viel gelitten in dieser scheiß Welt. Wahrscheinlich, ich dachte immer, ich bin anders. Ich merke, dass diese ganzen 99%, das ist schwer zu, 90%, schwer zu glauben, dass 90% verblödet ist. Es ist mir, manchmal denke ich, sag mal, was erzählt ihr für einen Scheiß? Das sind 90% gegen ein, zwei Stimmen. Wie blöd bist du? Dann zweifle ich daran, an mir, an meiner Intelligenz oder an meine Intuition. Und dann denke ich so, ich war nie wirklich so politisch oder da bin ich nie, aber das geht nicht. Ich kann mich nicht damit irgendwie vereinbaren, dass es einfach so weiter und weggucken geht. Absolut für mich nicht. Ich weiß nicht, wie die anderen Menschen das können, aber das kann ich nicht. Ja. So, was ist unterwandert? Welche Bewegung? Ich habe gerade auch gelesen, die Bewegung ist unterwandert. Also das ist aber nicht schlimm. Also lass diese paar Unterwanderer, du hast immer überall Spalter mit drin und ich glaube, das ist nicht schlimm. Wir müssen einfach da bei uns bleiben und bei unseren Werten und lass halt mal ein paar Unterwanderer drin sein. Was wollen die denn unterwandern? Also ein gutes Herz kannst du nicht unterwandern, das funktioniert nicht. Da steht in der Bibel, ich verstehe nicht, warum alle Christen oder Moslems, ich frage mich das jeden Tag, wenn sie die Bibel doch gelesen, wenn sie so gläubig sind, wieso weiß keiner was von der Endzeit? Steht da. Steht ja auch in der Bibel. Steht auch im Koran. Warum sind alle so überrascht? Warum? Tja. Ja, ich meine, wir haben auch immer noch prunkvolle Kirchen, obwohl auch die Bibel ja sagt, man soll ja bescheiden sein und so weiter und so fort. Ne? Und die ganzen Reichen in der Kirche, die einen Haufen Geld haben. Das muss ich höre dich nicht leider, akustisch. Echt? Komisch. Jetzt? Besser? Nee? Warte, ich gehe mal rein. Komisch. Dann werden wir hier wieder... Interview ist genau. Da. Vorbereitung nicht. Markieren, ja, aber wir kennen uns ja ein bisschen. Wow. Genau. Da bist du. Ja, die meisten lesen die Bibel nicht, das ist das Problem, das stimmt. Ich habe beides gelesen. Ja. Ich habe den Koran übrigens gelesen und die Bibel und ich habe viele buddhistische Schriften gelesen, weil ich das wichtig finde, dass man sich auskennt und man kann immer nicht über etwas urteilen, wenn man keine Ahnung davon hat. Deswegen Wissen ist Macht, lest ganz, ganz viel. Das ist echt wichtig. Das ist, ja. Unglaublich. Was machen wir, wenn es jetzt so weitergeht? Keine Ahnung. Wir schmeißen alle wir alle zusammen mit unseren Instagram- und Telegram-Freunden und kaufen uns irgendwo eine einsame Insel, würde ich sagen. Auf eine einsame Insel? Meinst du, wie kommen wir noch raus? Ja, irgendwie kommen wir raus, klar. Meinst du? Ja. Ich glaube, wir sind schon auf deren Liste. So.
weiß nicht, ob wir jemals rauskommen, aber. Ja, gut, dann sterben wir halt als Märtyrer, dann ist das so. Aber ich sterbe als Märtyrer, sowieso. Also, dieses Leben ist sowieso kein Leben mehr. Dieser Zustand, ich weiß ja nicht, wie viele sich damit. Also Aggression ist auch keine Lösung. Aggression wäre für mich eine Lösung, Dampf abzulassen. Irgendwie alles kaputt. Ich bin so. Ich weiß nicht, warum es so weit sein wird, aber das kann nicht wahr sein. Ich platze schon vor Wut. Ich meine, auch, ich könnte auch abhauen, mache ich nicht. Es gibt so zwei Optionen, glaube ich. Es gibt einmal wirklich friedlichen Widerstand, ja. Und aber die Option, sich die Freiheit nehmen zu lassen, gibt es nicht. Also ich werde garantiert nicht als Sklave von irgendjemandem leben, das ist ganz, ganz sicher. Nein, ich meine, du kannst auch abhauen ins Ausland. Es gibt ja Länder, die nicht mitmachen. Gibt's, die nicht von Interesse sind. Deutschland ist ja besonders von Interesse aufgrund seiner Geschichte, weil Deutschland eben, ja, deutsche Gene soll zerstört werden, warum auch immer. Ich habe da ein bisschen gelesen. Warum Deutschland im Visier ist, weiß nicht, wer da Interesse hat, die deutschen Gene, um was es da wirklich geht, weiß ich nicht. Aber diese Agenda wird schon seit Ewigkeiten verfolgt. Also, ja. Ist das so? Weißt du da was davon? Keine Ahnung. Es gibt ja verschiedene Pläne, Hutenplan, um die Deutschen zu zerstören. Oder Kaufmannplan war das, glaube ich, irgendwie solche. Ja, ich meine, grundsätzlich zerstört sich Deutschland ja tatsächlich gerade selbst und das aber auch schon seit Jahren, weil man ja auch schon seit Jahren auch aberkannt bekommt, dass man national. Ich höre wieder nichts. Ist wieder weg. Gib mal dein Dings bitte. Ganz kurz. Ich höre nichts. Hast du? Ich höre nichts. Ganz kurz, ganz kurz. Man hört sie leider nicht, ja. Habe ich festgestellt. Weg, und ich bin wieder allein. So, oh, da ist sie wieder. Ja, bei mir klingelt die ganze Zeit das Telefon. Ich glaube, ich habe irgendeinen Termin verpasst von der Partei. Ich muss sonst. Sonst kriege ich auf die Finger nachher. Das heißt, ich muss langsam raus. Ja, was machen wir? Wollen wir uns alle der Partei anschließen? Was machen wir? Ja, einer muss ja. Wir brauchen einen Anführer. Wir haben ja ein paar potenzielle Anführer. Finde ich auch. Attila. Wir haben tolle Menschen in der Bewegung drin, die wir auch alle kennen. Wir haben den Bodo Schiffmann, wir haben den Samuel Eckert, wir haben den Ralf Ludwig, wir haben hier den Ken Jebsen, finde ich auch klasse. Attila Hildmann. Hier, da sagt Perfect Picture 666. Corona ist weltweit, aber die Deutschen sollen vernichtet werden, Alter. Wie dämlich ist ihr, seid ihr? Deutschland ist im Visier von den Alliierten. Deutsche Gene waren besonders gefürchtet. Ja, Deutsche haben sich immer gegengelehnt für eine neue Weltordnung ist Deutschland, die Übernahme Deutschlands, Unterwanderung. Ja. Das Programm läuft. Zuerst sollte die sterilisiert werden. Er soll sich diese Pläne angucken, Perfect Pictures. Da gibt's, wie gesagt, guten Plan, wo der Vorschlag war, zu sterilisieren, das wäre zu auffällig. Dann gab's nach dem Ersten Weltkrieg
Deutschland ist kein souveräner Staat. Also Deutschland ist immer noch. So, also, da fragt er, was hat das damit? Das ist lächerlich. Das ist im Internet so nachverfolgbar, dass Deutschland bekämpft, dass deutsche Gene ausgerottet werden sollen. Das ist nicht seit heute bekannt. Da kommt so ein Fake-Account, der hier von der Regierung wahrscheinlich und sagt mir, also das regt mich wirklich wieder. Da gehe ich wieder. Ich muss aufpassen, die sind in meinem Laden. Was sollen die in meinem Laden machen? Ich habe hier heute, Krause, die können hier schneiden, die Polizisten. Die können ja Döner. Du hast hier herrliche Trolle auch bei dir hier. Ich schreibe also, das sagt mir, was das mit Deutschland zu tun hat. So ein, unabhängig davon, dass die ganze Elite, wir sind nicht die Elite beherrscht die Welt. Es ist egal, ob sie die Ärzte beherrschen, die Politiker oder die Zeitungen oder die Medien, sie beherrschen einfach alle. Alle in höheren Positionen dienen ihnen, dem Satan oder was auch immer. Jetzt auch, wie gesagt, Deutschland ist besonders gefährdet, mit über 50 Millionen sollen vernichtet werden. Das steht in verschiedenen Siegel.com. Das ist aber nicht seit gestern. Ja. Also, aber lass uns mal eine Demo anmelden. Wir müssen ja nicht. Okay, wo? In Hannover tut sich gar nichts. Ja, ich trommel ein paar Leute zusammen, die sich um die Antifa kümmern, die sich von uns fernhalten. Gerne, ich bin auch gerne dabei. Genau, das wird keine Antifa, es wird keiner von der Polizei stören, verspreche ich dir. Ja, aber die dann machen Antifa, wir Europa. Also ich habe nichts gegen die, weißt du, die sind Kinder, was willst du machen? Aber das sind Kinder, das sind aber freche Kinder, die müssen mal die Ohren lang ziehen. Sehr freche, ohrfeige Gesichter, das sind nicht mal Männer, das sind so halb Frauen, halb Mann, ich weiß nicht, was sie darstellen. Ja, keine Ahnung, welche Agenda sie verfolgen. Dieses Zwischending, man weiß es auch nicht genau, ja. Aber das sind so Zwischengender, ne? Und Parteiarbeit ist auch super, wie gesagt, kommt zu wir2020 unter www.wir2020partei.eu könnt ihr beitreten und wir freuen uns natürlich, wenn Leute mit uns arbeiten wollen und ansonsten lass uns Demos organisieren, das ist wirklich das Beste. Ja, ich meine, wir können Demos organisieren, klar, aber ich brauche keine Störenfriede, die irgendwelche kleinen Kinder, die sich da, die wirst du dann noch von nicht haben, dafür sorge ich, versprochen. Wenn, sind die ganz schnell weg. Ist mir auch scheißegal. Gerne, kann man machen. Wir machen was. Du machst es. Ich sage immer, machen. Ich bin auch so einer, der nicht viel macht. Außer hier live zu gehen. Und okay, ich war auch in Berlin tatsächlich, ein bisschen zu spät, aber ich mache. Ich bin auch ins Krankenhaus, aber so. Ich traue mich nicht, so mich hinzustellen und reden zu halten. Ich bin ehrlich. Egal, obwohl ich schaue. Der Tag kommt. Nee, das nicht. Ich bin nicht der Politiker. Ich bin eher der. Ich beschütze euch da irgendwie. Hochlebe Satan, sagt er. Choki. Lass dich von Satan, Entschuldigung, Anna, wenn ich, was soll ich sonst sagen dazu? Okay, ich muss jetzt raus. Jetzt wird es hier zu kurz. Okay, danke schön. Wir schreiben dann über okay. Die. Also danke an alle, die noch hier waren. Ich speichere das, ja? Soll ich das abspeichern? Ja, speichere mir das ab und schick mir das mal. Dann laden wir das nochmal hoch auf Facebook. Sonst sind die alle enttäuscht. Einverstanden, weil gestern hat sich jemand live, ich nehme ab und zu Leute, und dann sagt sie, nee, du musst das löschen. Sonst, ich habe es der Polizei gemeldet. So, what the fuck? Okay, ja, egal. Bis dann. Ciao. Von daher, ruf nicht die Polizei, ruf das Kripo. Ja. Die Kripo, nicht das. Der, genau. Die, das. La, 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 la. Tadam, tadam, tadam. Weg ist sie, weg ist sie. Hallo, ich komme heute. Achtung. Hier ist die Dönerpolizei. Bitte schneiden Sie die Döner nicht zu dick. So, ja, das reicht. Ich bin wieder müde. Jetzt reicht so viel. Es ist kalt hier, ja. Hä? Sie? Nein. Ach so, drei. Ich habe alles verpasst. Exo, give it to me. Exo, give it to me. Exo, ist vorbei. Wir haben. Ich werde jetzt rausgehen. Das reicht. Melde mich später. Mach mal so. Damit ich das Video abspeichern kann und hier. So, bis dann, ja?